Der indische Premierminister Narendra Modi schlug bei der UN-Vollversammlung am 27. September 2014 vor, einen internationalen Yogatag einzuführen. Heute möchte ich Sie auf ein anderes Thema aufmerksam machen. Wenn wir über Klimawandel sprechen, über ganzheitliche Medizin, über den Einklang mit der Natur und über die Reduzierung auf das Wesentliche, dann möchte ich etwas zu diesem besonderen Thema sagen. Yoga ist ein altes, an uns überliefertes Geschenk von unschätzbarem Wert. Yoga symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist, Gedanke und Handlung, Verwirklichung und Selbstkontrolle und die Einheit von Mensch und Natur. Yoga unterstützt die Änderung zu einer bewussten Lebensweise und bestärkt uns so in unserem Kampf gegen den Klimawandel. Yoga bedeutet für uns Einheit und Liebe. Seitdem ist mein Leben viel bunter und hat viel mehr Bedeutung. In Indien bekam ich einen Einblick in das wahre Yoga, die Verbindung zwischen uns und dem Göttlichen. Die Yoga-Praxis führt zu persönlichem Gleichgewicht, Wohlbefinden, Glück und der Freiheit, sein Leben voll zu genießen. Da sich weltweit immer mehr Menschen dem Yoga zuwenden, erleben wir möglicherweise bald den Anfang eines globalen Bewusstseinswandels und damit den ersten Schritt in eine ausgeglichene und harmonische Welt. Durch die Yoga-Praxis werden wir zu bewussteren Verbrauchern und zu allgemein besseren Menschen mit einem verstärkten Umweltbewusstsein und guten Führungsqualitäten. Das ist die Macht von Yoga. Für die Welt kann das nur Gutes bedeuten. Um weiter diese Richtung verfolgen zu können, bitte ich um die Einführung eines internationalen Yoga-Tags. Am 11. Dezember 2014 erklärten die Vereinten Nationen den 21. Juni zum Internationalen Yogatag. 177 Nationen unterstützen die Resolution. Ein Rekord in der Geschichte der UN.